Markus Meckel, geboren am 18. August 1952 in Müncheberg in Brandenburg, musste 1969 die erweiterte Oberschule in Berlin-Mitte aus politischen Gründen verlassen. Er erwarb dann am kirchlichen Oberseminar Hermannswerder in Potsdam die Hochschulreife, die es ihm erlaubte, von 1971 bis 1978 an vom Staat unabhängigen kirchlichen Hochschulen in Naumburg und Berlin Theologie zu studieren. Im Anschluss war er Vikar, dann Pastor in Wipperow an der Müritz in Mecklenburg. 1988 ging er in die Nähe von Magdeburg, wo er bis 1990 Leiter einer ökumenischen Begegnungs- und Bildungsstätte war. Oppositionelle politische Arbeit in der DDR leistete er seit den 1970er Jahren. 1989 gründete er mit Martin Gutzeit die Sozialdemokratische Partei in der DDR, war deren Vertreter am Zentralen Runden Tisch und wurde mit 37 Jahren 1990 nach den ersten freien Wahlen in der DDR deren Außenminister. Von 1990 bis 2009 gehörte er für die SPD dem Deutschen Bundestag an. Er bekleidet zahlreiche ehrenamtliche Funktionen in Stiftungen und Organisationen und engagiert sich dafür, dass am Checkpoint Charlie mit dem Zentrum Kalter Krieg ein Museum entsteht, in dem die globale Dimension der Teilung Berlins zur Geltung kommt. Herr Meckel, an einem Mittwoch, den 3. Oktober 1990, wurde die deutsche Wiedervereinigung mit dem Wirksamwerden des Beitritts der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik Deutschland formal vollendet. Wie veränderte sich Ihr Arbeitsalltag vom 2. zum 4. Oktober? In dieser Zeit änderte sich mein Arbeitsalltag überhaupt nicht, weil am 2. Oktober waren die Feierlichkeiten, die Veranstaltungen, die sozusagen das Ende der DDR, des Parlaments, der frei gewählten Volkskammer vollzogen. Am 3. war dann der Festakt für die Deutsche Vereinigung. Das waren natürlich zwei Festakte, aber nicht der normale Arbeitsalltag. Ab 3. Oktober war ich im Wahlkampf für die erste gesamtdeutsche Wahl, die dann am 2. Dezember stattgefunden hat. Und dann begann ein Arbeitsalltag im gemeinsamen deutschen Parlament, dem Deutschen Bundestag. Eine jahrelange Verbundenheit stärkte gerade in West-Berlin das freundschaftliche Verhältnis zu den USA. Welche Veränderung in Bezug auf das Verhältnis zwischen dem vereinten Berlin und den USA haben Sie in der Folge auf politischer Ebene wahrgenommen? Ich bin ja in der DDR aufgewachsen und da habe ich natürlich die Beziehungen der Westberliner zu den USA so nicht wahrgenommen. Ich selber bin hier in Berlin aufgewachsen im Berliner Missionshaus, da wo heute die evangelische Kirche ihr Zentrum hat. Gleichzeitig war mein Vater Ökumene-Referent des Bundes der evangelischen Kirchen in der DDR. Und in dieser Funktion hat er die Partnerschaft mit der United Church of Christ in den USA, die ebenfalls wie unsere Kirchen hier eine Union war, das heißt ein Zusammenschluss von reformierten und lutherischen Kirchen. Dies hat er damals auf den Weg gebracht. Er ist schon 1977 gestorben, seine Nachfolgerin hat das dann vollendet, aber er war der Initiator und ich kann mich gut erinnern an die Delegation der United Church of Christ, die, als ich eben Jugendlicher war und Theologiestudent, dass diese die DDR besuchten, die Kirchen besuchten und dann diesen Zusammenschluss, diese Partnerschaft vorbereiteten. Das war meine erste unmittelbare Begegnung mit Menschen aus den USA. Später war ich sehr kritisch zu den USA im Zusammenhang der Diskussion um die Nachrüstung in Deutschland, überhaupt, also in Westeuropa. Wir kämpften sowohl gegen die SS-20, die Sowjets aufgestellt hatten, aber eben auch gegen die Mittelstreckenraketen, die die Amerikaner und die NATO aufstellte. Welche Erwartungen hatten Sie denn im Hinblick auf die weitere Entwicklung dieses berlin-amerikanischen Verhältnisses, dieser Freundschaft?
Ich denke, dass es von zentraler Bedeutung war, dass die Amerikaner sehr klar die deutsche Vereinigung unterstützten. Dies hat diesen Prozess wesentlich mitbestimmt und wesentlich vorangebracht. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, die Amerikaner hatten hier durchaus auch ein Eigeninteresse. Sie hatten die klare Bedingung gestellt, dass das vereinte Deutschland der NATO angehören sollte. Dies war natürlich ein schwerer Brocken für Gorbatschow und ich sage auch für mich und auch für uns, denn wir wollten Sicherheit gesamteuropäisch denken und wenn der Warschauer Pakt abgeschafft wird, und das war unser Interesse, dass er natürlich aufhört, wir wollten diese Bindung an die Sowjetunion unter kommunistischen Vorzeichen so nicht mehr haben. Aber wir wollten eben auch überhaupt die Institutionen des Kalten Krieges beenden. Und ich bin damals, 1990, für die Abschaffung der NATO und die Einmündung in künftige gesamteuropäische Sicherheitsstrukturen eingetreten, die auch in Zukunft, also von damals her gesehen, auch die Sowjetunion, heute muss man von Russland reden, in ein Sicherheitssystem einbezieht. Sie machten ja auch damals, 1990, als Sie Gastgeber bei den 2+4 Gesprächen waren, den Vorschlag, dass die vier Siegermächte möglichst bald abziehen sollten. Wie reagierte denn Ihr amerikanischer Kollege James A. Baker darauf? Man muss den Gesamtkontext sehen. Es war klar, und das war völlig klar, dass das vereinte Deutschland als Mitglied der NATO natürlich die Voraussetzungen bietet, dass die westlichen Truppen, insbesondere die der USA, in Deutschland bleiben. Es war genauso klar, dass die Sowjets abziehen müssen. Und das war mir auch wichtig, das war zentral. Ich hatte das immer erlebt und die sowjetischen Truppen, die man eher als Besatzungstruppen ansah, denn in irgendeiner besseren Weise. Aber man brauchte Symbole, die deutlich machen, dass die Alliierten gleichermaßen behandelt werden. Und insofern habe ich dann genau an diesem 22. Juni den Vorschlag gemacht, dass alle Alliierten aus Berlin herausgehen. Das hätte sicherheitspolitisch überhaupt nichts verändert, aber es wäre das Symbol einer Gleichheit gewesen, dass alle die Hauptstadt verlassen. Heute ist das inzwischen längst der Fall. Damals hat man dies abgelehnt, weil man es aus den gleichen Gründen symbolisch nicht wollte, dass die Gleichbehandlung stattfand, was ich bis heute für einen Fehler halte. Denn wir haben und brauchen bis heute solche Symbole, die deutlich machen, dass wir Sicherheit für ganz Europa denken müssen. Das heißt natürlich in der Situation heute mit Herrn Putin ist das eine völlig veränderte Situation. Hier muss man auch unsere Werte betreffend klare Linien haben. Aber dass wir für die Sicherheit in Europa Strukturen brauchen, die kooperativ sind, das gilt nach wie vor. Ich springe noch mal kurz zurück in die 70er Jahre. Da haben Sie ja auch in Ost-Berlin studiert. Welche Rolle spielten da die Radioprogramme amerikanischer Sender wie AFN oder RIAS, die Sie ja empfangen konnten für Sie und Ihre Mitstudenten und Freunde? Ich sprach damals so schlecht Englisch, dass ich AFN für mich kein Nachrichtenempfänger war, den ich vernünftig benutzen konnte. Aber der RIAS spielte eine wichtige Rolle. Wie überhaupt wir natürlich davon profitierten in Berlin, dass wir alle westlichen Sender sehen konnten. Das war ein zentraler Informationsort. Das war aber zum anderen auch ein wichtiger Informationsort, weil wir vieles, was in der DDR selbst stattfand oder überhaupt im Ostblock, ja nicht aus dem eigenen Land erfuhren, denn das waren gelenkte Medien, sondern das erfuhr man über die westlichen Medien. Und auch wenn man selber etwas im eigenen Land verbreiten wollte, ging das nur, indem man es über die westlichen Medien im eigenen Land verbreiten konnte. Insofern war der Kontakt zu westlichen Journalisten für uns sehr wichtig. Die Kirche hat in der amerikanischen Politik einen hohen Stellenwert. So wurde die Amtseinführung Joe Bidens von dem Jesuiten Leo O'Donovan und dem Pastor Sylvester Beeman eingerahmt. Wie hat sich für Sie persönlich als Pastor und als Politiker das Zusammenspiel von Politik und Kirche entwickelt? Welchen Stellenwert hat das für Sie?
Wir haben ja in Deutschland ein besonderes Verhältnis zwischen Kirche und Staat. Es ist anders als in Frankreich eben nicht völlig getrennt. Das ist ein Ergebnis der Regelungen der Verfassung am Ende des Ersten Weltkrieges, in der dieses Verhältnis begonnen hat und übrigens dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg in der gleichen Weise neu konstituiert wurde. Das heißt, der Staat etwa nimmt die Kirchensteuer ein für die Kirche, also gewissermaßen eine Dienstleistung. Die Kirche hat einen gewissermaßen Status als Institution öffentlichen Rechtes, dass sie also in der Öffentlichkeit wirken kann und hier gewissermaßen sogar Privilegien hat. Und wir haben die Diskussion, inwiefern andere Religionen dies in Deutschland heute auch haben sollte, etwa der Islam. Aber das ist kompliziert, weil es keine einheitliche Organisation ist. Das heißt, hier haben wir ein spezifisches Interesse in Deutschland, weil klar ist, wie ein Rechtsphilosoph mal deutlich gesagt hat, ein demokratischer Staat lebt von Werten, die er selber nicht fördern kann. Weil Werte, ein Staat ist neutral, auch gegenüber den Religionen. Auch ein Atheist hat die gleichen Rechte. Aber diese humanen Werte, christliche Werte, die Fragen der Menschenwürde, die kann der Staat nicht selber gewissermaßen schaffen. Dies ist eine gesellschaftliche Aufgabe und hier haben nach wie vor die Religionen und insbesondere auch der christliche Glaube auch für unser Gemeinwesen eine zentrale Rolle. Und insofern war für mich selber dann der Unterschied, als Pastor zu arbeiten, was ich immer auch als eine politische Aufgabe verstanden habe, denn die Botschaft von Jesus Christus betrifft auch das gesellschaftliche Leben. Oder später als Politiker es für zentral gehalten, dass ich von meinen eigenen Werten, von meinem Glauben her, Orientierung auch für mein politisches Handeln empfange. Welche Geschichte verbirgt sich hinter dem Bild, das Sie uns mitgebracht haben? Dies ist ein Foto von einem besonderen Akt, das die Idee war von J.D. Bindenagel, einem damaligen Gesandten der amerikanischen Botschaft in der DDR. Und das gefiel den Amerikanern so gut, dass sie sagten, wir machen dieses Häuschen, das am Checkpoint Charlie stand, an diesem Grenzübergang, an dem die Diplomaten und auch die Alliierten in den Osten kamen. Dies wurde dann symbolisch weggetragen, als Symbol für das Ende des Kalten Krieges, für das Ende des geteilten Berlin und den Beginn, der jetzt beginnt, eben eines geeinten Deutschland und auch Berlin. Bei diesem Festakt war für mich sehr interessant zu erleben, obwohl ich der Gastgeber hier in Berlin war, für die 2+4 Gespräche, war das Management für diesen Festakt bei Amerika. Weil gewissermaßen die Amerikaner zu diesem Zeitpunkt noch die Rechte als Alliierte im Zweiten Weltkrieg in West-Berlin hatten. Das heißt, hier gab es nach wie vor die Sonderrechte. Sie waren die Gastgeber in meiner Heimatstadt. Also insofern durchaus nochmal ein Gefühl, was es hieß, nicht souverän zu sein. Das hat sich dann mit dem 2+4-Vertrag geändert. Das geeinte Deutschland ist souverän. Und ich kann mir nur wünschen, dass wir als Deutsche nicht nur gefolgschaftsfähig gegenüber den Amerikanern werden, sondern wirklich auch partnerschaftsfähig, auch im Rahmen der NATO. Und bin davon fest überzeugt etwa, dass wir in der NATO einen europäischen Kaukus brauchen. Das heißt, mehr Souveränität, mehr Partnerschaft innerhalb der NATO, aber dann natürlich auch mehr Bereitschaft, mehr Verantwortung zu übernehmen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Metz. Sehr gerne.